Streitkräfte gemeinsame taktische Feuerunterstützung, abgekürzt STF, ist eine Voraussetzung für das Gefecht der verbundenen Waffen. Sie koordiniert und synchronisiert alle zur Verfügung stehenden Boden-, Luft- und seegestützten Waffensysteme und deren Munition zur Sicherstellung der geforderten Feuerunterstützung der Kampftruppe. Dabei ist jede Führungsebene dafür verantwortlich, dass die befohlenen Regelungen der übergeordneten Führungsebenen und Teilstreitkräfte bei der eigenen Planung und Durchführung berücksichtigt werden. Damit die streitkräftegemeinsame taktische Feuerunterstützung funktioniert, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Alle Elemente der streitkräftegemeinsamen taktischen Feuerunterstützung müssen über alle notwendigen Informationen verfügen, also über alle notwendigen Befehle der Teilstreitkräfte und der übergeordneten Führungsebenen. Des Weiteren muss eine permanente Kommunikation zwischen den Elementen der streitkräftegemeinsamen taktischen Feuerunterstützung und den bereitgestellten Waffensystemen sichergestellt sein. Und alle Elemente der streitkräftegemeinsamen taktischen Feuerunterstützung müssen detaillierte Kenntnisse über Eigenschaften, Leistungsfähigkeit und einsatzrelevante Mindestsicherheitsentfernungen der verfügbaren Waffensysteme und der jeweiligen Munition haben. Die streitkräftegemeinsame taktische Feuerunterstützung gliedert sich wie folgt. Die Joint Fire Support Coordination Group ist Bestandteil des Gefechtsstandes einer Division oder einer Brigade. Das Joint Fire Support Coordination Team ist Bestandteil des Gefechtsstandes eines Kampftruppenbataillons, also eines Panzer-, Panzergrenadier- oder Jägerbataillons der oben angeführten Division oder Brigade. Das Joint Fire Support Team befindet sich auf dem Gefechtsstand einer jeden Kampftruppenkompanie der oben angesprochenen Brigade. Im Folgenden wollen wir uns die einzelnen Ebenen einmal etwas genauer anschauen. Die auf dem Gefechtsstand der Division oder Brigade aufgehängte Joint Fire Support Coordination Group besteht aus den folgenden Zellen: der Zelle Führung, der Zelle Indirektes Feuer oder Artillerie, der Zelle Luftwaffe, der Zelle Luftraumordnung bzw. Luftraumkoordinierung, der Zelle Heeresflieger und der Zelle Marine. Dabei hat die Zelle Führung folgende Aufträge. Sie führt und koordiniert die Arbeit der Zellen der Joint Fire Support Coordination Group. Sie berät den Divisions- bzw. Brigadekommandeur über Kollateralschadenrisiken. Sie weist die eigenen Waffensysteme und Aufklärungsmittel für die Zielfestlegung und Bekämpfung zu. Und sie priorisiert Feueranforderungen der Kampftruppe. Die Zelle Indirektes Feuer oder Artillerie hat folgende Aufträge. Sie plant und koordiniert den Einsatz der artilleristischen Waffensysteme inklusive der Mörser. Sie plant und koordiniert den Einsatz der luftgestützten und bodengebundenen artilleristischen Aufklärungsmittel. Und sie nimmt die Feueranforderungen an Artilleriewaffensysteme entgegen, genehmigt und priorisiert sie. Die Zelle Luftwaffe hat sich mit folgenden Aufträgen auseinanderzusetzen. Sie hält Verbindung zu den Verbänden und übergeordneten Verbindungskommandos der Luftwaffe. Sie stellt die Zuführung von Waffensystemen der Luftwaffe an die Verbände der Division oder Brigade sicher. Sie nimmt die Anforderungen der Verbände der Division bzw. Brigade entgegen, priorisiert sie und leitet sie weiter. Und sie plant die Einsätze von Waffensystemen der Luftwaffe, fordert sie an und überwacht ihre Wirkung. Die Aufträge an die Zelle Luftraumordnung bzw. Luftraumkoordinierung lauten: Planen und Koordinieren des Luftraums im gesamten Verantwortungsbereich der Division oder Brigade. Und Überwachen der Einhaltung der Luftraumordnung und Erarbeiten von Anpassungen. Die Zelle Heeresflieger hat in der Joint Fire Support Coordination Group die folgenden Aufträge. Sie fordert Kampfhubschrauber an und koordiniert deren Einsätze. Sie weist den Verbänden der Division bzw. Brigade Kampfhubschrauber zu. Und sie koordiniert den Einsatz von Waffensystemen der Luftwaffe und der Heeresflieger, der luftgebundenen Aufklärungsmittel und der Artilleriewaffensysteme mit der Zelle Luftraumordnung bzw. Luftraumkoordinierung.
Und schlussendlich lauten die Aufträge an die Zelle Marine. Sie berät den Divisions- bzw. Brigadekommandeur zum Einsatz von seegestützten Waffensystemen. Sie fordert seegestützte Waffensysteme an und weist sie den Verbänden der Division bzw. Brigade zur Feuerunterstützung zu. Sie koordiniert den Einsatz der Waffensysteme. Und sie arbeitet mit der Zelle Luftraumordnung, Luftraumkoordinierung beim Einsatz maritimer Kräfte und Mittel zusammen. Soweit zur Gliederung und den Aufträgen der Joint Fire Support Coordination Group auf dem Gefechtsstand der Division oder Brigade. Auf den Gefechtsständen der Kampftruppenbataillone der Brigade finden wir die Joint Fire Support Coordination Teams. Sie bestehen aus dem Feuerunterstützungsoffizier, der zugleich Joint Terminal Attack Controller der Luftwaffe ist. Die Aufträge an diese Teams lauten: Berät den Bataillonskommandeur der Kampftruppe bezüglich des Einsatzes von Waffensystemen und Munition. Bildet die Zelle Feuerunterstützung am Gefechtsstand des Kampftruppenbataillons. Plant, fordert an, koordiniert und führt die Aufklärungsmittel. Plant, beantragt und koordiniert bei der Zielfestlegung und der Zielbekämpfung. Setzt den Feuerplan der Joint Fire Support Coordination Group bei der Division oder Brigade um. Koordiniert das Feuer der Artillerie mit den Einsätzen von Luftwaffe, Heeresfliegern und gegebenenfalls Marineeinheiten. Integriert die Granatwerfereinheit oder Teileinheit des zu unterstützenden Kampftruppenbataillons in die eigene Feuerunterstützungsplanung. Koordiniert und führt die nachgeordneten Joint Fire Support Teams und die Granatwerfereinheit oder Teileinheit gemäß Entschluss des Kampftruppenkommandeurs. Auf der Ebene der Kampftruppenkompanien der Brigade finden wir das Joint Fire Support Team. Es besteht aus zwei Trupps, dem Artilleriebeobachtertrupp und dem Trupp des Tactical Air Controllers der Luftwaffe. Die Aufträge an dieses Team lauten: Setzt den Feuerplan des Joint Fire Support Coordination Teams beim Kampftruppenbataillon und die Feuerunterstützungsanforderungen des Kampftruppenbataillons um. Berät den Kompaniechef hinsichtlich des Einsatzes von Waffensystemen, Munition und bei Unterschreitung der Mindestsicherheitsentfernung zur eigenen Truppe. Plant und koordiniert die Feuerunterstützung bei der geplanten Gefechtsführung der Kompanie der Kampftruppe. Klärt im Gefechtsstreifen des Kampftruppenbataillons auf und gibt Ziellage und Wirkungsmeldungen ab. Fordert Boden-, Luft- und seegestützte Feuerunterstützung an. Koordiniert das Feuer der Artillerie mit den Einsätzen von Luftwaffe, Heeresfliegern und gegebenenfalls Marineeinheiten. An dieser Stelle soll diese kleine Einweisung in die Streitkräfte gemeinsame taktische Feuerunterstützung enden. Wer sich vertiefend mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dem sei das Studium der einschlägigen Literatur und der Anweisungen und Vorschriften zum Thema empfohlen.